Meine Entschuldigung, aber heute geht es schon wieder um die Innerrödler. Also wie soll ich sagen? Man sagt ja, die Innerrödler seien unheimlich innovativ. Und zwar nicht einfach in der Herstellung von Grundnahrungsmitteln wie Käse, Bier und Schnaps. Nein, die eigentliche Innovation liegt in einer typisch ruralen Zwischenmenschlichkeit, die leider zunehmend auch missverstanden wird. Vor allem von Touristen, diesen empfindlichen Kögen. Ein bekannter Fall ist der, wo eine fremde Familie, gelb, Ausländer, irgendwie Tessin, Thurgau, also die haben in einem Bergrestaurant eine zusätzliche Gabel bestellt und haben sich dann aufgeregt, dass sie für die Gabel haben müssen 2 Franken zahlen. Gut, das ist tatsächlich innovativ, derige Preispolitik. Die Frage ist natürlich einfach, ob es auch nachhaltig sei. Diese Frage hat sich dann auch der Appenzellerland Tourismus von Innerrhoden gestellt und ist nach einem langen Evaluationsprozess zum Schluss gekommen. Nein. Das ist nicht nur nicht nachhaltig, sondern vor allem eine hohe Frechheit. Gut, so transparent hat es der Tourismuschef natürlich nicht formuliert. Er ist eher diplomatisch vorgegangen und bietet Ende Mai ein Freundlichkeitsseminar fürs Innerrhoder Gastgewerbe und den Detailhandel an. Wichtig sei einfach, dass die Angestellten kein Latsch züchten, sagt der Tourismuschef, weil das Appenzell ist ehrlich, bodenständig und authentisch. Aber genau da liegt ja der Platz begraben. Wenn ein Appenzeller so tut, wie er ist, dann züchtet er halt nur einmal ein Latsch. Ehrlich, bodenständig und authentisch. Aber jetzt mal abgesehen vom Marketing. Andere Menschen freundlich behandeln wäre doch eigentlich ein christliches Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, und immerhin, mit sich selber haben sie kein Problem, die Innerrhoder. Es ist seit ein paar Tagen statistisch belegt, dass die Innerrhodler in Online-Shops pro Kopf schweizweit am meisten Sexspielzeug kaufen. Die kleinen Schlingel, die katholischen. Also wenn ich jetzt Appenzell in Zukunft eine gut gelaunte Serviettochter oder einen lasziv grinsenden Souvenirverkäufer sehe, dann muss es nicht unbedingt an dem Freundlichkeitsseminar liegen. Radio SRF. Eins für mich.